Köln gestern Abend. 50.000 Menschen im Rhein-Energiestadion erheben sich. Und sogar der Himmel weint mit, als Lukas Podolski seine Abschiedstränen nicht mehr zurückhalten kann. Ich bin in Köln. Um 20.43 Uhr betritt Lukas Podolski ein letztes Mal deutschen Fußballrasen. Und das in dem Stadion, in dem vor rund 20 Jahren alles angefangen hat. Das sind für mich schöne Momente. Ich glaube, die vergisst man nie. Die Bilder, die Emotionen, die Verbindung mit den Menschen, diese Connection mit den Fans. Eigentlich ist Poldi ja bekannt für seine lockeren Sprüche, die oft Kultstatus haben. Auch die Promi-Gäste verraten uns die ein oder andere lustige Poldi-Geschichte. Er ist ein bisschen so wie Köln, ne? Es ist unterhaltsam, nie langweilig mit ihm. Durch seine kölsche Art und vielleicht auch ein bisschen polnische Art, dieses Direkte, das hat einfach immer sehr gut gepasst und hat sehr viel Spaß gemacht, immer mit ihm zusammenzuspielen. Also das Lustigste, was ich mit Lukas Podolski habe, dass er am Anfang immer gedacht hat, ich wäre DJ. Da sagt er, Herr Mutter, mach mal Tape fertig. Wir wollten mal einen Black Music-Tape fertig. Ne? Ich so, Lukas, ich mache Videos. Er sagt, na Bruder, mach eine schöne Kassette, mach ein schönes Tape fertig. Ich liebe auch den Döner von Lukas Podolski, den habe ich schon 20 Mal gegessen und ich werde ihn auch 30 Mal essen, weil er einfach so lecker ist. Ja, für seinen Döner-Filialen wird Podolski unter anderem bald mehr Zeit haben. Denn der Weltmeister 2014, der zurzeit noch in Polen spielt, wird nach dieser Saison seine aktive Fußballkarriere tatsächlich beenden. Doch ein stilles, leises Wiedersehen wäre nicht angemessen für Prinz Poldi, so wie sie ihn in Köln rufen. Sein erster FC Köln, für den Podolski insgesamt 181 Spiele im Einsatz war, tritt deshalb gegen eine von Poldi persönlich aufgestellte Mannschaft an. Unter anderem mit Manuel Neuer, Matze Ginter und Per Mertesacker. Trainiert wie 2014 in Brasilien von Jogi Löw und Hansi Flick. Mit dabei sein Sohn Luis. Der 16-Jährige durfte für den ersten FC Köln mit seinem Papa für ein paar Minuten auf dem Platz stehen. Wer gewinnt, ist eigentlich egal, denn Poldi spielt in beiden Mannschaften jeweils eine Halbzeit lang. Als um 22.10 Uhr der 39-Jährige den Platz verlässt, sind die Emotionen groß. Und siehe da, selbst im Abschiedsschmerz bleibt ein Lukas Podolski sich und seiner trockenen Art treu. So, Herr Podolski, was war das jetzt für ein Abend für Sie heute? Schöner Abend. Sehr schöner Abend. Lukas Podolski, kein Mann der großen Worte, aber mit einer großen Karriere und einem großen Herz. Wir sagen Danke für alles, Poldi.